Instagram-Hype oder wirklich hochwertige Autopflegeprodukte? Wir gönnen uns die Licargo-Produkte im Profi-Check. Jeder, der auf Instagram irgendwas mal mit Fahrzeugpflege geliked hat oder mit Autos zu tun hat, der kommt an der Werbung der Firma Licargo nicht vorbei. Auf Instagram sind sie wirklich sehr präsent, machen extrem viel Marketing und sind, glaube ich, auch relativ beliebt, so gerade bei Fahrzeugpflege-Einsteigern. Wir haben euch vor einigen Wochen mal gefragt, ob ihr die Produkte kennt und wie eure Erfahrungen sind. Der Großteil des Feedbacks war wirklich extrem positiv. Ihr habt gesagt, gerade die Mikrofasern-Zubehörprodukte sind sehr, sehr hochwertig, preis-leistungstechnisch sehr angemessen und ihr seid von der Marke begeistert. Deswegen haben wir uns gesagt, wir gucken uns die Sachen heute mal an. Ich habe meine Top 5 Produkte der Marke Licargo ausgewählt, will sie euch vorstellen, darüber sprechen und mein Fazit ziehen. Gucken wir uns jetzt als erstes die 5 Produkte an, die ich ausgewählt habe, die für mich im Alltagstest, wir haben die Produkte jetzt 4 Wochen lang ausprobiert, meine Top 5 der Licargo Produkte waren. Und ganz wichtig, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es gibt noch ein Gewinnspiel und einen Rabattcode, sodass du die Sachen auch günstiger testen kannst. Starten wir mal mit dem Waschhandschuh. Ist ein von der Machart typischer Waschhandschuh, sind diese gemischten Fasern aus diesem Filz und diesen dünnen einzelnen Fasern sehr hochwertig, sehr dicht, keine offenen Ränder. Manchmal hat man ja so, dass hier an der Verkettelung und Vernähung, dass dann so der Rand sichtbar wird, weil die Fasern nicht drüber ragen. Das ist hier nicht passiert. Sind wirklich sehr hochwertig gearbeitet, hat ja typisches Bündchen. Dieses Etikett hier muss man immer mal ein bisschen drauf achten. Man hat hier schon eine Kante, aber es ist an sich weich. Aber ich würde es mir einfach abschneiden, um auf Nummer sicher zu sein. Oder den Handschuh halt, wie ich es gerne mache, nur mit einem Finger rein, mit dem Daumen rein, rangreifen. Dann ist das auch abgedeckt, das ist auch kein Problem. Ansonsten, wer gerne reingreift, hat auch eine Fingertrennung, dass der Handschuh einfach besser im Handling ist und auch kopfüber, dass man die Finger so zusammenklemmen kann, damit er halt nicht runterfällt. Ist beweglich, ist sehr dick. Wie er in der Praxis funktioniert, schauen wir uns dann gleich an. Wir machen mal weiter. Mit dem Trockentuch, ist ein relativ großes Trockentuch, hat 550 GSM. Ich bin ja immer ein Freund von eher dünneren Trockentüchern. Diese 1200 GSM-Dinger sind nicht ganz so mein Fall. Ich habe halt lieber so ein bisschen dünneres Trockentuch mit der typischen Loopfaser, also mit dieser geschlauften Faser, die dadurch trotzdem sehr viel Wasser aufnimmt. Wobei man natürlich dazu sagen muss, die schonendste Faser ist die Plüschfaser, aber die verklebt schnell, verschleißt schnell und man muss schnell das Tuch wechseln, weil es halt kein Wasser mehr aufnimmt. Das ist bei der Loopfaser nicht so. Die nimmt hohe Wassermengen auf, ist persönlich mein Favorit. Auf der anderen Seite so eine kurze Seite, auch eigentlich der Standard, aber halt wie gesagt sehr groß. Wie viel Wasser es aufnimmt, sehen wir dann auch gleich in der Praxis. Weiter geht's. Viererpack Carbon-Mikrofasertücher sind mittlerweile mit meine Lieblingstücher, wenn es um die Glasreinigung geht, ist so eine ganz eng gewebte Carbonfaser und soll dadurch die Scheibe streifenfrei machen. Hat einen gekettelten Rand, der ist weich, wobei das bei der Scheibe jetzt auch nicht so den entscheidenden Faktor ausmacht. Und wir haben hier zwei verschiedene Farben mit bei an der Kettelung, sodass man, wenn man mit der Zweituchmethode arbeitet, unterscheiden könnte, welches Tuch man mit Reiniger benetzt und mit welchem man nachwischt. Wie gesagt, bei unserer Methode, so wie wir sie anwenden, brauche ich das nicht, aber es schadet auf jeden Fall auch nicht. Gucken wir uns dann auch nachher nochmal an. Dann ergänzend für die Glasreinigung und einfach als Allzwecktuch, vielleicht für Felgen oder für den Innenraum, ist hier so ein, ja, in so einem, ich würde sagen, so ein Viereckmuster gewebtes oder genähtes Tuch, auch mit einem verkettelten Rand, allerdings sehr weich. Also ich habe festgestellt, macht keine Kratzer auf Innenraumoberflächen. Klar, für Klavierlackoberflächen und Tachoscheiben nehme ich gerne ein langfloriges Tuch, sonst für alle anderen Oberflächen als Allrounder wirklich super geeignet, auch um Einstiege auszuwischen. Ist schön dünn, man kommt gut in die Ecken und hat vor allen Dingen eine ganz kurze Seite und so eine mittellange Seite, sodass man auch ein bisschen gucken kann, welchen Anwendungszweck habe ich gerade. Gucken wir uns auf jeden Fall auch meine Anwendungszwecke für dieses Tuch an. Gefällt mir auch jetzt im ersten Praxistest gut. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Favoriten und das muss ich tatsächlich so sagen, habe ich so auf dem Markt auch noch nie gesehen und das ist die Felgenbürste. Die gibt es in zwei Längen. Ich packe jetzt mal hier die lange aus, weil es passt zu mir und hat Mikrofaser, kannst du jetzt nicht übergehen, ne? Hat einen Mikrofaserüberzug. Also sehr schonend, auch für lackierte Felgen geeignet, hat hinten einen schönen weichen Griff, also rutscht nicht aus der Hand, einen kleinen Spritz- oder Abrutschschutz, dass man nicht in die Felge reinrutscht. Und jetzt kommt wirklich der Clou. Fast kommt er jetzt. Jetzt kommt erstmal was, was andere Bürsten auch haben, was ich aber sehr praktisch finde, nämlich ich kann hier den Mikrofaserbezug abnehmen, kann ihn waschen, kann mir die Wechselbezüge einzeln kaufen und habe dann immer einen sauberen Bezug, während der andere in der Waschmaschine landet. Aber jetzt kommt der Clou. Guckt euch mal an, wie dünn diese Mikrofaserbürste hier ist oder diese Felgenbürste ist. Das kennt man eigentlich so nicht. In der Regel sind diese abziehbaren Bezüge mit einem oder innen haben einen Schaumstoffkern, der für
60 bis 80% der Felgen gut passt, aber für die ganz schmalen halt einfach zu groß ist und das Problem haben wir hier nicht. Ach übrigens, der Bezug geht auch super einfach rüber. Das ist bei manchen auch relativ schwierig. Die sind dann so fest, dass man sie kaum ab und dann kaum wieder rankriegt. Das geht hier wirklich einfach, ne? Aber auch nicht so einfach, dass man die beim Reinigen verliert. Das werdet ihr dann gleich sehen, wenn wir am Auto sind. Aber so insgesamt, sie ist halt wirklich extrem dünn, ne? Also man kommt mit der Bürste an die gleichen Stellen ran wie jetzt bei einer EZ Detail Brush, also so einer Kunststoff-Borstenbürste, die ja aktuell so die Bürste ist, mit der man wirklich dünne Stellen erreicht. Das finde ich hier wirklich revolutionär, beziehungsweise es gibt es so noch nicht und das funktioniert mega. Und ich würde sagen, wir haben jetzt genug vorweg gequatscht. Wir gehen jetzt mal ins Auto und gucken uns die Produkte mal in der Praxis an. Mein Feedback auf dem Markt. Junges Startup, das nicht nur auf Instagram laut schreit, sondern durchaus mit der Qualität mithalten kann oder sogar die etablierter Fahrzeugpflegehersteller übertrifft. Also absolute Daseinsberechtigung meiner Meinung nach. Gerade die Felgenbürste hat mich wirklich absolut überzeugt. Gab es so noch nicht. Man kann sie noch als Scheibenecken-Putzhilfe benutzen. Funktioniert super. Die Fasern sind weich, lassen sich gut ausspülen, sind maschinenwaschbar. Also eigentlich alles, was man sich wünscht. Man kommt fast überall mit rein. Klar, irgendwann ist auch da Schluss, wenn die Bremsscheibe so groß ist, dass da kaum noch Platz ist, kommt man mit nichts mehr hinter. Aber generell, wie gesagt, sehr, sehr gute Produkte. Bevor ich jetzt zu meiner abschließenden Zusammenfassung komme, will ich mir jetzt nochmal die Preise angucken. Wie sind denn die Produkte eigentlich bepreist, gerade so im Vergleich oder einordnen im Vergleich zu marktüblichen Produkten? Wir sehen uns hier gleich wieder. Ja, willkommen an meinem Bildschirm und starten wir einfach mal hier beim Likago Online-Shop. Wir wollten uns ja mal ein bisschen Preise angucken. Jetzt geht es wirklich nicht darum, alles mit allem auf dem Markt zu vergleichen, einfach mal einen Überblick zu bekommen mit den, ich sag mal, gängigen Produkten, die da so draußen sind, sowohl im teureren als auch im günstigeren Bereich. Einfach mal so zu gucken, wo ist denn Likago positioniert? Wie gesagt, kein Preisvergleich, was ist das günstigste, sondern einfach nur eine Einordnung. Starten wir mit dem großen Mikrofaser-Trockentuch. 19,99 € für ein 550 GSM-Tuch, 90x60. Wirklich relativ groß. Ich habe mir mal als Vergleich das Black Hole von Liquid Elements, was ein sehr verbreitetes Tuch ist, genommen mit 1300 GSM, also mehr als doppelt so viel GSM, weil zwei Loop-Pile-Seiten in der Größe vergleichbar, ein Stück kürzer, dafür ein bisschen breiter oder auch andersrum gesehen, aber ich sag mal relativ ähnlich, ist ungefähr im ähnlichen Preissegment 19,90, 16,90. Auch relativ neu und auch beliebt auf dem Markt, weil ich habe selber lange oder benutze es selber und benutze es auch viel, Sonax Mikrofaser-Trockentuch, auch relativ dünn, da haben wir wirklich vergleichbar zwei gleiche Seiten, also eine Loop-Pile, eine kurze Seite wie beim Likago. Hat, glaube ich, ein bisschen weniger GSM, muss ich mal kurz gucken. GSM 460, genau ein Tick weniger. Aber wie gesagt, wer uns lange folgt, weiß, es kommt nicht nur auf die Dicke an. Die GSM sind lange nicht alles, sondern die Qualität oder die Trocknungseigenschaften sind sehr gut und hier sind wir im gleichen Preisbereich. Also von daher marktüblich definitiv. Gehen wir mal weiter. Allround-Mikrofasertücher hier. Relativ attraktiv, finde ich ganz schlau gestaltet. Mindestens im 6er-Pack, einfach um den Preis attraktiv zu machen, aber bis zu 24 Stück. Das heißt, wir haben hier einen Preis von ungefähr 2 bis 3 €, je nachdem, was ich benutze. Und da habe ich jetzt einfach mal The Collection aufgemacht, weil das so in einem ähnlichen Preisrahmen ist. Auch, ich glaube, das hat 380 GSM 40x40 und hier haben wir 365 GSM, auch ein Allround-Tuch sozusagen mit pro Stück im auch 4er-Pack, glaube ich, 9,95 €, also 3,30 €. Also auch so in dem
typischen Bereich, in dem wir uns bei solchen Tüchern hochwertiger Qualität bewegen. Weiter geht's mit dem Carbontuch sozusagen. Gibt ja verschiedene Glastücher, Waffeltuch und ein Carbontuch. Ich bin bei unserer Methode ein großer Fan von diesen Carbontüchern. Hier haben wir einen Preis von 19,99 Euro für 4 Stück, also sagen wir mal rund 20 Euro, also ungefähr 5 Euro pro Stück. Und da habe ich mir vergleichbar mal die relativ neuen von Chemical Works rausgesucht. 360 GSM auf 40x40 und 3,90 Euro, also etwas teurer, aber hier definitiv keine Welten auseinander, sondern alles in einem üblichen Marktbereich und auch von der Machart her ein ähnliches Tuch. Der Rand hier ist ein bisschen anders genäht, ne? Wir haben keine klassische Ecke, sondern hier eine Abrundung und wir haben eine etwas andere Kettelung im Vergleich zu dem hier, das sieht man hier ganz gut, deswegen kein hundertprozentiger Vergleich, aber so in der Region bewegen wir uns. Waschhandschuh 15,99 Euro. Als ich den Preis gesehen habe, dachte ich erstmal so, ui, ne, im Vergleich zu dem, was man sonst gerade gesehen hat, eigentlich gar nicht so günstig. Aber wenn wir uns jetzt mal marktüblich angucken, einer der beliebtesten Waschhandschuhe aktuell, Petzolds Mikrofaser-Waschhandschuh, ist eine andere Struktur, muss man dazu sagen. Aber ist einfach ein Bestseller, wird gerne gekauft. Deswegen habe ich mir den rausgesucht. 16,75 Euro, ähnlicher Preisbereich, genauso wie der Surfaces-Waschhandschuh. Das ist jetzt nur beispielhaft Surfaces, weil einfach die Faser im Endeffekt die gleiche ist, ne? Das ist die gleiche Machart des Handschuhs. Ob jetzt genau die Zusammensetzung die gleiche ist, kann ich so jetzt nicht sagen. Aber 15,50 Euro, also auch hier ähnlicher Preisbereich. Jetzt kommt, wie gesagt, das herausstechende Produkt, was mich auch wirklich begeistert hat. Wir haben hier diese Felgenbürste, ne? Habe ich ja ausreichend erklärt, und zwar einmal in der Standardversion für 19,99 und in der Professional, also in der langen Version für 25,99, und hier haben wir auch die Wechselbürsten für 9,99 €, sodass man quasi nur eine gesamte Bürste braucht und sich dann noch Wechselbezüge dazu kaufen kann. Und da habe ich jetzt mich mit dem Vergleich ein bisschen schwer getan, weil sowas halt eigentlich nicht gibt. Aber All-Time Classic EZ Detail Brush war schon immer, finde ich, teuer, ist immer noch teuer. 34,49 €, da ist man natürlich hier mit 9,99 € oder 25,99 € günstiger. Alternativ dazu Chemical Works, im Endeffekt eine klassische Mikrofaserfelgenbürste mit Schaumstoffüberzug, aber auch mit einem austauschbaren Brushcover, ähnlicher Faser, also vom Prinzip der Bürste vergleichbar. Wie gesagt, ein bisschen dickerer Bezug, und hier sind wir bei 16,90 €, also auch da in einem ähnlichen Bereich von der Größe her wie bei der kleineren, ein Tick günstiger noch als ist sie bei Chemical Works, aber auch ähnlicher Preisbereich. Wenn wir dann zu Geon gehen, ich glaube, eine der ersten, die mit diesen Bürsten angefangen haben, ich glaube nach Microfiber Madness, so mit der ersten auf dem Markt, 26,95 €. Jetzt müssten wir uns mal die Größe hier angucken, wenn die hier beschrieben ist. Länge mit Bürstenkopf 47 cm und die Professional hat 42 cm, also 5 cm kürzer, aber ähnliche Größe, 25,99 € zu 26,95 €. Wie gesagt, auch hier gleicher Preisbereich. Und eine letzte habe ich noch rausgesucht, die kleine, um die mal zu vergleichen, oder die mittlere, 23,95 € mit 37 cm. Und hier haben wir 19,99 € mit 36 cm. Ne? Also die eine ist ein bisschen günstiger, beziehungsweise ein bisschen länger und ein Tick teurer. Und die andere ist ein bisschen kürzer und dann ist die trotzdem hier noch günstiger. Also insgesamt, worauf ich hinaus will, ähnlicher Preisbereich wie marktüblich, kein Ausreißer nach oben. Von daher hier mein Haken hinter, das passt. Insgesamt betrachtet von meiner Seite eine absolute Empfehlung. Und wenn du jetzt Bock drauf hast, die Produkte einfach mal auszuprobieren, nutze den eingeblendeten Code hier und spart 15% mit dem Code AffenYT15. Und in den ersten Tagen verlosen wir zusammen mit Likago unter allen Bestellern 10x eine Überraschung samt eurer Bestellung. Haut gerne euer Feedback in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.